Willkommen zum Memon 6510 und damit zur fünften Aufgabe. Finde die 8 roten Münzen in der Wobi-Wa-Ba-Wüste. 8 rote Münzen? Ja, warte mal, das ist doch eigentlich gar nicht so schwierig. Ja, denn 4 befinden sich da oben, 4 befinden sich am Boden. Wo befinden sich die 4 am Boden? Das ist natürlich das Schwierige. Der eine oder andere mag wahrscheinlich nicht bis nach hinten geguckt haben, aber hier hinten befindet sich tatsächlich eine rote Münze. Die ist auch gar nicht so einfach zu holen. Klar, der eine oder andere wird sagen, so von wegen, oh, das ist easy going. Hier kann man doch ohne Probleme langlaufen. Wenn man hier sieht, so ein bisschen, es ist ein etwas steiler. Also, ich würde euch empfehlen, tatsächlich diese Aufgabe als erstes zu machen. Weil wenn ihr die nicht schaffen solltet, dann ist es doch halb so wild. Dann habt ihr zumindest noch nicht viele Münzen eingesammelt. Aber habt dann nicht den großen Aufwand. Deswegen als erstes bitte die als erstes einsammeln. Dann habt ihr kein großes Problem. Wenn ihr doch failen solltet. Warum auch immer. Es kann ja diverse Gründe haben. So. Als nächstes natürlich klassisch wieder Fliegermütze und ab dafür. Wir versuchen natürlich die 8 roten Münzen zu sammeln. Klar, eine rote Münze ist hier zum Beispiel hier in der Luft. Ich sehe schon gerade, dass das kein Problem ist. So machen. Das ist einfacher. Also immer schön hier tatsächlich doch noch auf diese Position Dinge rauf. So, falls euch die Mütze ausgehen sollte, wie mir jetzt gleich, hier gibt es unter anderem eine neue. Also macht euch keinen Kopf drum, die gibt es hier neu und eben da an der anderen Ecke. Ihr habt ja gesehen, wo wir die ja immer her haben. Da könnt ihr die auch neu kriegen. Also entweder an der Stelle oder in der, an der anderen Stelle. 6. 7 seht ihr hier. Das ist das Einfachste halt mit dem Fliegen, tatsächlich. Denn die letzte befindet sich hier. Nummer 8. So, damit könnt ihr dann da jetzt wieder hin. Ja, wenn wir jetzt genug noch zu fliegen haben. Machen wir das auch. Ich glaube, ich hole mir doch lieber noch eine neue. Bin mir immer nicht ganz sicher bei dieser Aufgabe, wie lange diese Mütze hält. Deswegen holt euch einfach immer regelmäßig diese Mützen, dann habt ihr keine großen Probleme in dieser Aufgabe. Ihr seht, wie einfach eigentlich diese Aufgabe dann ist. Zack. So, ihr habt alle 8 roten Münzen. Hier befindet sich der Stern. Also, empfehlenswert, direkt hier, direkt an der Ecke, dort vorne, als erstes die Münze einzusammeln, dann die unter dem Podest die Münze einzusammeln, hier hochzugehen, die rote Mütze zu erholen, dann um die ganzen Ecken hier zu fliegen, anschließend einmal die Münze dort drüben und anschließend dann noch einmal die Münze zum Wasser hin und damit habt ihr sie, die 8 roten Münzen in diesem Level. Ich hoffe, euch konnte ich helfen. Bis zum nächsten Mal.